Dann rufe ich auf den Punkt 54. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Aktuelle Stunde. CDU blockiert Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit. Auch in Hessen, vor allem Frauen der Teilzeitfalle 19/49/40. Das Wort hat die Frau Kollegin Lisa Gnadl, SPD-Fraktion. Hier liegt noch. Ist das von Ihnen, Herr Blechschmidt? Nein? Dann gebe ich Ihnen das in vertrauensvolle Hände. Wem das ist, ist mal egal jetzt. Lass mal da. Komm, mach weiter. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Teilzeit von Eltern in Deutschland, das heißt vor allen Dingen Mütter in Teilzeit. Etwa 80% der mehr als 11 Millionen Teilzeitbeschäftigten sind weiblich. Mehr als die Hälfte aller Mütter in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Einige, weil sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen, aber auch viele, weil sie es sich aus finanziellen Gründen gar nicht anders leisten können, weil sie einen schweren Pflegefall in der Familie haben oder weil eben schlicht und ergreifend die Kinderbetreuung nicht ausreicht und fehlt. Und gerade Eltern wissen, wie schwierig das ist, wenn gerade ihre Kinder in die Grundschule kommen, ja, wie es da um das fehlende Angebot an Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich fehlt. Ich selbst erlebe das tagtäglich auch als Mutter von zwei Kindern und weiß deshalb auch, wie wichtig es ist, gerade im Grundschulbereich hier endlich auch hier in Hessen den Ganztagsgrundschulausbau voranzutreiben. Aber selbst wenn die Kinder älter werden und die Frauen wieder Vollzeit arbeiten wollen, sitzen sie in der Teilzeitfalle. Einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Das muss sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich ändern. Es sind immerhin Hunderttausende, die wieder von Teilzeit zurück in Vollzeit, in eine Vollzeitbeschäftigung wieder zurückkehren wollen, es aber nicht dürfen. Und deswegen möchte ich Ihnen mal ein krasses, aber nicht ein ungewöhnliches Beispiel auch aus der freien Wirtschaft sagen. Wieso soll ein Unternehmen freiwillig Interesse daran haben, wenn seine Arbeitnehmerin einen 20-Stunden-Vertrag hat, in der Woche aber 5 Überstunden macht, im Übrigen unbezahlt, weil diese in ihrem Vertrag schon eingepreist sind von vornherein. Wieso soll ein solches Unternehmen Interesse daran haben, eben freiwillig die Frau wieder in Vollzeit zurückkehren lassen? Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir endlich in Deutschland ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, um diese Missstände abzustellen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Tausende von berufstätigen Vätern erst gar nicht auf Teilzeit gehen wollen, weil sie eben wissen, dass sie damit eben auch in einer Teilzeitfalle landen und eben nicht einfach so wieder zurück auf Vollzeit kehren wollen. Sie wollen erst gar nicht eben in diese ewige Teilzeit ohne Aufstiegschancen landen. Auch für diese ist das Rückkehrrecht ein wichtiger Beitrag im Sinne der Familien. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Union der ist das alles völlig egal. Die CDU hat bewusst so lange das Gesetz von Andrea Nahles, das Andrea Nahles schon im November 2016 auch ins Bundeskabinett eingebracht hat. Die CDU hat bewusst dieses Gesetz verzögert, weil sie das Gesetz eben nicht will, weil sie Andrea Nahles damit scheitern lassen wollte und hat in dieser gesamten Zeit seit November immer wieder neue Forderungen gestellt und neue Hürden aufgebaut. Die Kanzlerin, deren Engagement ja für Frauen und Frauenrechte sich ja bekanntermaßen insgesamt in Grenzen hält, ja, und die CDU haben dieses Gesetz aus ideologischen Gründen verhindert. Die CDU entpuppt sich da ein weiteres Mal wieder als Lobbypartei der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
Und ich möchte sagen, auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das äußerst unklug. Denn damit schadet sich die Wirtschaft am Ende selbst. Denke man nur an den Fachkräftemangel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Auswirkungen von Teilzeit sind verheerend. Und sie sind ein Leben lang spürbar. Geringerer Verdienst, keine Karrierechancen, das heißt am Ende im Alter geringe Rente und Altersarmut. Teilzeit von Müttern ist der Hauptgrund für die Lohnkluft von 21%. Und Frau Merkel sorgt mit ihrer Blockadehaltung dafür, dass das so bleibt. Und deswegen ist es ein Hohn, wenn Minister Grüttner sich diese Woche in der Fragestunde für den Lohnatlas hier in Hessen loben lässt. Aber was nützt uns das Wissen über die Lohnungleichheiten in Hessen, wenn wir die Ursachen nicht bekämpfen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Frau Kollegin Nadel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss. Um echte Gleichberechtigung in Deutschland voranzubringen, dafür helfen keine glamourösen W20-Gipfel mit Ivanka Trump und Königin Maxima. Dafür brauchen wir keine öffentlichen Showveranstaltungen. Wer Gleichberechtigung voranbringen will, der muss endlich wirklich etwas für Frauen tun und für ein Gesetz zum Rückkehrrecht auf Vollzeit sorgen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat die Frau Abg. Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Bundestagswahlkampf lässt heute Morgen schön grüßen. Wir diskutieren heute über eine Gesetzesinitiative aus dem Bund, nämlich dem Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Das hat mit der Landespolitik direkt erst einmal gar nichts zu tun und ist in meinen Augen reines Wahlkampfgetöse. Frau Gnadl, auch aus Ihrer Rede hat man das genau erkennen können. Denn die SPD hätte auf Bundesebene durchaus die Chance gehabt, dieses Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu beschließen. Der Versuch der SPD, der CDU, CSU oder sogar unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, den schwarzen Peter für das Scheitern der Verhandlungen zuzuschieben, das ist ein kläglicher Versuch, ihr SPD-Profil zu schärfen und sich von der CDU/CSU in Berlin abzusetzen. Sie brauchen das Thema offenbar für den Wahlkampf, das ist mir ganz klar. Es gab keinerlei Bereitschaft der SPD, mehr auf die Vorschläge der CDU/CSU einzugehen und die Regelung vor allen Dingen erst für Betriebe ab 200 Mitarbeiter anzuwenden. Und diese Grenze ist aus sehr gutem Grund vorgeschlagen worden. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer wäre denn betroffen, wenn die Beschwelle bereits, wie Sie das wollen, ab 15 Mitarbeiter liegen würde? Worauf Sie nämlich beharrt haben. Betroffen wäre dann das Handwerk und der kleine Mittelstand, also Betriebe, die aufgrund ihrer Größe die Arbeitsplätze gar nicht freihalten können und das Gesetz gar nicht umsetzen können. Und dann wirft die SPD uns auch noch vor, wir würden dass wir diese Bedenken des Handwerks auch ernst nehmen. Das ist doch schon absurd, denn auch Frau Nahles kennt sehr genau die großen Bedenken des Handwerks und der Kleinbetriebe. Und trotz dieser Erkenntnisse ignoriert die SPD die Bedenken. Ja, sie stellen sich eindeutig gegen Handwerk und gegen den kleinen Mittelstand. Sie wollen eben schon Betriebe mit 15 Mitarbeitern zumuten, dass sie dann auch noch beweisen müssen, dass sie keine freien Vollzeitstellen haben. Ich frage Sie, welcher Handwerker wird dann noch Frauen einstellen? Das ist nämlich dann auch noch frauenfeindlich. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass Frauen, die Eltern gepflegt haben, die Kinder erzogen haben, bessere Chancen auf Rückkehr in Vollzeit erhalten. Darüber streiten wir uns überhaupt nicht. Da sind wir uns einig.
Das stand in unserem Wahlprogramm, und das ist auch Vereinbarung in der Koalition. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein entscheidendes Thema der Frauen- und Familienpolitik. Und deshalb unternehmen wir auf Bundes- und auch auf Landesebene erhebliche Anstrengungen, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Familie und Karriere zu verbessern. Ich will an dieser Stelle auch klar sagen und noch erinnern, dass bereits bei der Elternzeit und auch bei der Familienpflegezeit die Rückkehrmöglichkeit fest verankert ist. Und wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass sich der Arbeitsmarkt aufgrund des Fachkräftemangels längst ändert. Viele Arbeitnehmer sind familienfreundlich. Sie haben längst erkannt, dass dies ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte ist und bieten bereits jetzt individuelle und flexible Arbeitszeitregelungen an, auch die Handwerksunternehmen. Und schließlich will ich auch daran erinnern, dass auch Hessen vorbildlich vorangeht. Wir haben die Debatte des HGLG vor kurzem erst gehabt. Wir bieten flexible und individuelle Arbeitszeitregelungen. Wir machen viele Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Karriere im öffentlichen Dienst. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Deshalb sage ich abschließend noch einmal ganz klar, die CDU will die Rückkehrmöglichkeiten von Teilzeit in Vollzeit weiter verbessern, auch wenn Sie heute Morgen einen anderen Eindruck erwecken wollen. Aber solche Regelungen können nur gemeinsam mit den Arbeitgebern, gemeinsam mit den Sozialpartnern und nicht gegen sie umgesetzt werden. Und dazu müsste die SPD kompromissbereit sein. Und das will sie zurzeit eben nicht, denn, meine Damen und Herren, am 24.09. ist Bundestagswahl. Vielen Dank, Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gesetzlich verankerte Rückkehr zur Teilzeit, zur Vollzeit, aus der Teilzeit zurück zur Vollzeit. Damit haben wir einen großen Eingriff in die Freiheit der Unternehmen. Und Sie haben hier, und das ist richtig von Frau Ravensburg ja, zitiert worden, Sie wollen die Grenze der Beschäftigten bei 15 festlegen. Was das bedeutet, ist auch klar, dass schon kleine Unternehmen davon betroffen sein werden. Und wie wir ja die Ausgestaltung solcher Gesetze kennen, werden die auch nicht mit unerheblich Bürokratie verbunden sein. Und darum ist das ein enormer Eingriff in die Freiheit dieser Unternehmen. Und deshalb, und ich sage nicht, dass das kein Problem ist, dass man aus der Teilzeit wieder verlässlich zurückkehren kann in die Vollzeitbeschäftigung. Und ich streite auch nicht ab, und das ist auch gar nicht abstreitbar, dass es vor allem Frauen betrifft. Das Thema der Teilzeitbeschäftigung in den letzten 20 Jahren ist die Teilzeitbeschäftigung von rund 5 Millionen Mitarbeitern auf über 10 Millionen Mitarbeiter in den Unternehmen gestiegen. Davon sind über 80% Frauen. Das ist ein Thema, das vor allem Frauen betrifft. Und darum ist es, glaube ich, wenn man die Abwägung treffen muss zwischen diesem Interesse, einem gesetzlichen Anspruch auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit und einem Eingriff bei Unternehmen, und zwar bei kleinen Unternehmen schon, dann muss man sich auch einmal mit den Zahlen und auch mit den Befindlichkeiten der Betroffenen auseinandersetzen. Und ich habe mir einmal erlaubt, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu eine Studie gemacht, 2016, was denn die Befindlichkeit von Frauen überhaupt ist, was in ihrem Ranking eine entscheidende Rolle spielt. Weil ich glaube, darüber kann man sich auch einmal als Politik, die ja oft meint, zu wissen, was die Menschen wollen, mal gucken, was in solchen Studien steht. Und da ist ungleiche Bezahlung, Gleichstellung an sich, das ist immer noch, man ist manchmal ein bisschen verwundert, aber über die Hälfte aller Frauen in Deutschland sagen, die Gleichstellung ist noch lange nicht erreicht. An Platz 3 kommt schon die Frage, wie ist denn
die Versorgung mit Kita-Plätzen? Wie ist die Versorgung und die Möglichkeit, überhaupt seinen eigenen Arbeitsentwurf leben zu können? Und dort sagen die Frauen, dort ist der größte Handlungsbedarf, vor allem in der Frage, wie Betreuungszeiten und wie Flexibilität in den Betreuungseinrichtungen sich zu entwickeln hat. Und sie stellen fest, dass die Mehrheit eine Arbeitszeit zwischen 30 und 35 Stunden bevorzugen würde. Frauen mit Kindern. Und das sollte man vielleicht auch einmal als Grundlage überlegen, was ist eigentlich die Priorität derer, die dort betroffen sind. Dann die Frage der Abwägung, in Betriebe einzugreifen mit 15 Beschäftigten. Jetzt kann ich immer noch sagen, es geht mir um den Grundsatz. Und dann habe ich mir einmal erlaubt, anzusehen, wie hat sich denn die Einstellung der Frauen entwickelt, die sagen, oder wie hat sich die Anzahl der Frauen entwickelt, die sagen, ich würde gerne mehr Zeit arbeiten. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Frauen sagen, die würden jetzt gerne mehr Stunden arbeiten, sie würden gerne Vollzeit arbeiten, aber sie wollen eben ihre Arbeitszeit aufstocken. Wie hat sich das denn entwickelt? 2015 haben 14% der Frauen gesagt, die in Teilzeit beschäftigt sind, sie würden gerne mehr arbeiten. Das sind 14% der Frauen, die gerne mehr arbeiten würden. Und das war noch vor wenigen Jahren 19%. 19%. Und wir haben gleichzeitig natürlich eine Ausweitung der Teilzeitstellen. Es ist ein Thema aus meiner Sicht, dem man sich stellen soll. Man darf aber auch die Interessen der Unternehmen nicht vergessen. Und wir diskutieren über ein Thema, das zumindest statistisch gesehen sich in die richtige Richtung entwickelt. Das entwickelt sich in die Richtung, dass die Frauen, die auch mehr Stunden arbeiten wollen, das auch tun können. Es ist immer noch so, dass 14% der Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind, eben nicht die Zeit arbeiten können, die sie gerne möchten. Und darum glaube ich, dass der Abwägungsprozess jetzt mit der harten gesetzlichen Regelung, mit der immer bekannten Bürokratie, bei Unternehmen mit 15 Mitarbeitern einzusetzen, einen Schritt zu weit geht. Und auch deshalb könnten wir einen solchen Gesetzentwurf nicht mittragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frauen tragen nach wie vor nicht nur einen Großteil der familiären Arbeit, wie die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen. Sie tragen auch überproportional die damit verbundenen Risiken und Einbußen. Rund 8,8 Millionen der 11,1 Millionen Teilzeitbeschäftigten in Deutschland sind weiblich. Für viele berufstätige Mütter bedeutet verkürztes Arbeiten das Karriereende oder zumindest einen beruflichen Dämpfer. Und das ist die sogenannte Teilzeitfalle, nämlich einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Viele davon arbeiten nicht freiwillig in der Teilzeit, sondern weil sie Angehörige pflegen müssen, weil es nicht genug Betreuungsplätze, gerade Ganztagsbetreuungsplätze für Kinder gibt, oder eben auch, weil es einfach kein Rückkehrrecht gibt in die Vollzeit. Teilzeitjobs sind häufig in Bereichen, die schlecht bezahlt werden. In Teilzeitjobs verdient man im Schnitt 4 Euro weniger pro Stunde als in Vollzeitjobs. Und so trägt die Teilzeit im erheblichen Maße zum Gender Pay Gap bei, also zu dem erheblichen Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Und selbst wenn die Rückkehr in die Vollzeit gelingt, sind die Einbußen immer noch groß. Jahrelang weniger Lohn bedeutet eben auch später niedrige Renten. Und das verstärkt die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern. Meine Damen und Herren, das Rückkehrrecht in die Vollzeit ist nicht die Lösung für alle Lohnungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern. Aber es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich würden auch Männer von einem solchen Gesetz auf vorübergehende Teilzeitarbeit profitieren. 60% der berufstätigen Männer würden gerne vorübergehend in Teilzeit gehen, sofern es ein Rückkehrrecht gäbe. Von den erwerbstätigen Männern arbeiten zwar nur 9% in Teilzeit, aber davon immerhin auch ein Viertel unfreiwillig. Und gegen diese erzwungene, gegen diese unfreiwillige Teilzeitarbeit brauchen wir ein
ein wirksames Rückkehrrecht. Und da muss ich sagen, Frau Ravensburg, all diese Horrorszenarien, die Sie eben beschworen haben, von wegen Unternehmen würden dann keine Frauen mehr einstellen, diese Horrorszenarien gab es vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auch. Und keines dieser Horrorszenarien ist am Ende wahr geworden. Wir haben durch die Einführung des Mindestlohns nicht Hunderttausende Arbeitslose mehr, wie das einige prognostiziert haben, sondern wir haben einen echten Beitrag dazu geleistet, dass weniger Menschen zu Niedrigstlöhnen arbeiten müssen. Und deshalb finde ich auch hier diese Horrorszenarien völlig unangemessen. Und ich will noch einmal deutlich machen, auch kinderlose, ledige Beschäftigte jeden Geschlechts können natürlich in Lebenssituationen sein, in denen sie von dem Recht auf vorübergehende Teilzeit profitieren können. Und damit ließe sich auch das Stigma, das die Teilzeitarbeit hat, auch lockern. Jetzt muss ich aber doch natürlich ein Wort auch an die SPD sagen. Die SPD hat der CDU den Bruch des Koalitionsvertrags vorgeworfen. Das ist ja ein harter Vorwurf. Und ich finde, wenn das ernst gemeint ist, dann müssten die Konsequenzen doch klar sein. Wenn sich die CDU nicht mehr an den Koalitionsvertrag hält, warum dann die SPD? Und es gäbe doch sofort eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag für dieses Gesetz. Wir könnten also sofort konkrete Verbesserungen für Hunderttausende Menschen im Land erreichen. Lassen Sie es uns doch einfach durchsetzen, wenn die CDU sich nicht an den Koalitionsvertrag hält, meine Damen und Herren. Und natürlich muss auch die Frage erlaubt sein, mit wem Sie denn glauben, mit welchen Koalitionspartnern Sie glauben, nach der Bundestagswahl ein solches Gesetz umsetzen zu können. Also ich habe jetzt eben rausgehört, mit CDU und FDP wird es eher schwierig. Meine Damen und Herren, das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, das fordert DIE LINKE schon lange. Um junge Familien aber noch besser zu unterstützen, bräuchten wir noch weitergehende Rechte. Wir brauchen ein Rückkehrrecht, das sich auch auf den Wechsel aus oder in der Schichtarbeit bezieht, z.B. von der Nachtschicht in die Normalschicht und zurück. Junge Eltern brauchen einen besonderen Kündigungsschutz. Und natürlich brauchen wir den Ausbau der Kitaplätze, der Ganztagsschulen, insbesondere im Grundschulbereich. Und die andere Seite der Medaille ist auch klar. Bei Vollzeitstellen muss die Stundenzahl gesenkt werden, bei vollem Lohn- und Stellenausgleich, statt die Grenzen der täglichen Arbeitszeit noch weiter auszuweiten. Wer Beschäftigte entlassen möchte, muss vielmehr die Wochenhöchstarbeitszeit gesetzlich reduzieren. Und deswegen finde ich, das Thema Arbeitszeitverkürzung muss dringend wieder auf die Tagesordnung der Gesellschaft. Die Gewerkschaften diskutieren das seit geraumer Zeit unter dem Begriff kurze Vollzeit. Und das ist wichtig, weil der unfreiwilligen Teilzeit steht die Überlastung der anderen entgegen. Und hier brauchen wir eine Umverteilung von Arbeit, meine Damen und Herren, und eine Debatte über Arbeitszeitverkürzung. Frau Kollegin Wissler, bitte kommen Sie zum Schluss. Das tue ich, Herr Präsident. Es gäbe also viel zu tun, um die Arbeitswelt menschlicher zu gestalten, geschlechtergerechter und familienfreundlicher. Das Rückkehrrecht aus der Teilzeit wäre ein wichtiger Schritt dazu. Unsere Bundestagsfraktion würde dem liebend gerne zustimmen. Deshalb lassen Sie uns das durchsetzen, liebe SPD. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Erfurt, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sind Sie mit Ihren Erörterungen fertig? Dann können wir hier fortfahren. Ja. Wir haben einmal mehr Bundestagswahlkampf im Hessischen Landtag. Die SPD konnte ein wichtiges frauenpolitisches Anliegen beim Koalitionspartner der CDU im Bund nicht durchdrücken. Jetzt diskutieren wir das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, also noch einmal im Hessischen Landtag. Wir haben zwar keine Regelungskompetenz bei diesem Bundesgesetz, aber wir haben alle eine politische Meinung, und die können wir ja auch hier kundtun. Ja, machen wir ja auch. Denn auch das möchte ich in Richtung zur SPD sagen. Da, wo wir in Hessen Regelungskompetenz haben, da haben wir es recht anständig gelöst. Wir haben immer unter dem Primat, das sich die Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN gestellt haben,
wir wollen Beruf und Familienaufgaben bestmöglich vereinbaren. Unter diesem Primat haben wir da, wo wir Regelungskompetenz haben, auch gehandelt. Dabei ging es uns nicht um Symbole, sondern um ganz praktische Schritte und um ganz praktische Politik zum Wohl der betroffenen Gruppe. Denn die Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Beruf ist ja für viele Familien nach wie vor eine große Herausforderung. Das haben Sie sehr zutreffend beschrieben, Frau Gnadl, und auch die Kollegin Wissler hat sich ja dazu geäußert. Es geht einfach darum, den Familienalltag zu bewältigen, und zwar für die Familie als Ganzes. Ich sage für Männer und Frauen, für Mütter und Väter. Und es geht darum, das nötige Geld für den Familienunterhalt zu beschaffen und zu verdienen. Und es geht auch darum, in einem Beruf zu arbeiten, der einem Freude macht. Auch das sollte ja hin und wieder vorkommen, dass Männer und Frauen auch gerne in ihrem Beruf arbeiten. Und auch eine Entwicklung, die wir vielleicht nicht ausblenden dürfen, ist, es wird für Frauen und Männer immer wichtiger, dass auch der schönste Beruf nicht so zeitraubend sein darf, dass für die Familie nichts mehr an Zeit übrig bleibt. Und deshalb ist ein wichtiges Stichwort Flexibilität oder auch anders gesagt das Wiedererlangen von Zeitsouveränität. Das kann gut gelingen, wenn Beschäftigte und Unternehmen oder auch die öffentlichen Verwaltungen und die Beschäftigten nach gemeinsamen Wegen suchen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Und dafür braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen. Das ist völlig klar. Das geht nicht alles freiwillig. Ich selbst habe auf meinen eigenen Wunsch hin lange Zeit Teilzeit gearbeitet. Das ging gut. Ich war im öffentlichen Dienst. Ich konnte bestimmen, wie lange ich Teilzeit haben wollte und konnte dann auch immer wieder zurück. Aber das ging lange Zeit nicht, weil ich keine Kinder hatte. Und das war nur für Frauen. So war das damals für Frauen nötig, die in Erziehungsarbeit in Erziehungszeit waren. Dann durften auch Männer Erziehungszeit nehmen. Und dann endlich durfte man auch ohne Kinder zu haben Teilzeit machen. Das habe ich genutzt, freiwillig, aber ich brauchte dafür den gesetzlichen Rahmen. Und das ist, deshalb ist es wichtig, dass es einen solchen gesetzlichen Rahmen gibt. Was ich aber auch klar zum Ausdruck bringen möchte, nicht jede Teilzeit ist unfreiwillig. Ja, auch das ist ja so, dass es Menschen gibt, die durchaus nicht immer 40 Stunden arbeiten wollen. Und da brauchen wir Flexibilität und da brauchen wir auch mehr Durchlässigkeit. Es stimmt natürlich, was die Kollegin Gnadl hier vorgetragen hat und auch die Kollegin Ravensburg, die Mehrzahl der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Und nicht alle können eben aus freien Stücken so flexibel arbeiten wie im öffentlichen Dienst, wo die Frage der Rückkehr häufig gar nicht so ein Problem ist. Das kriegen wir auch in Hessen gut hin, das kriegen andere Länder gut hin. Im öffentlichen Dienst kann man da relativ gut in Absprache mit dem Arbeitgeber und mit den öffentlichen Verwaltungen das lösen. Aber es muss sich natürlich auch noch etwas auf der Bundesebene ändern, damit es dieses frauenpolitisch sinnvolle Projekt, ein Rückkehrrecht gesetzlich zu verankern, auch durchgesetzt wird. Und es ist natürlich klar, auch die Wirtschaft sollte ein Interesse daran haben, dass diese Flexibilität gegeben wird. Wir haben den Fachkräftemangel, der sich abzeichnet, und es täte der Wirtschaft gut, wenn sie die gut ausgebildete Generation von jungen Männern und Frauen, die Beruf und Familie ja zusammenbringen wollen, auch Lösungen finden. Wir hätten da eine klassische Win-Win-Situation, wenn man hier die Interessen zusammenbringen könnte. Stichworte sind vollzeitnahe Teilzeit, Mitspracherechte bei der Lage der Arbeitszeit. Man muss ja nicht immer in der Zeit zwischen 9 und 5 arbeiten. Es gäbe ja vielleicht auch andere Möglichkeiten, Homeoffice und andere Dinge mehr. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Damen und Herren, mir will irgendwie überhaupt nicht in den Kopf, und das sage ich an die Adresse unseres Koalitionspartners, warum das nur in Betrieben mit über 200 Beschäftigten gehen soll. Das müsste auch etwas dazwischen geben. Frau Kollegin Erfurt, Sie müssen zum Schluss kommen. Danke Ihnen für den Vielen Dank für den Hinweis, Herr Präsident. Aber ich sage auch in Richtung der SPD, mir erschließt sich nicht so ganz, warum es nicht möglich gewesen ist, hier einmal etwas dazwischen zu finden. Vielleicht sollte ja auch ein Wahlkampfthema noch ein bisschen erhalten bleiben. Und wir werden noch länger darüber diskutieren. Da bin ich sicher. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurt. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Stefan Grüttner. Bitte.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen uns noch einmal die Überschrift dieser Aktuellen Stunde anschauen. CDU blockiert Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit. Auch in Hessen vor allem Frauen in der Teilzeitfalle. Ich brauche jetzt nicht noch einmal erneut zu wiederholen, dass das ein ausschließlich bundespolitisches Thema ist. Immerhin ist es der SPD gelungen, mit zwei Begriffen einen Hessenbezug darzustellen. Ja, es gibt Teilzeit in Hessen und es gibt auch Frauen in Hessen. Insofern ist das in der Tat eine Berechtigung, an dieser Stelle eine solche Aktuelle Stunde ins Leben zu rufen. Was allerdings nicht geht, ist schlicht und einfach das Vermischen von verschiedenen Sachverhalten. Und ich finde, an dieser Stelle diese Sachverhalte müssen einmal klargestellt werden. Frau Gnadl hat sich hier hingestellt, hat insbesondere über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen und verschweigt dabei, dass es natürlich eine ganze Reihe von gesetzlichen Vorschriften heute schon gibt, die letztendlich dafür sorgen, dass Frauen die Familienzeiten nehmen, genauso wie Männer die Familienzeiten nehmen, ein Rückkehrrecht in Vollzeit haben, bereits heute schon. Dazu brauchen wir diesen Gesetzentwurf nicht. Das Teilzeitbefristungsgesetz ist in der Zwischenzeit sogar so weit ausgeweitet worden, dass man es sogar bis zu dem 8. Lebensjahr eines Kindes entsprechend strecken kann. Und seit 2012 ist durch die Fragestellung des Familienpflegezeitgesetzes auch ein entsprechendes Rückkehrrecht aus der Teilzeit in die Vollzeit ermöglicht worden. Dieses bedeutet, dass den Belangen in der Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Familie und Pflege oder Beruf und Pflege natürlich Rechnung getragen wird, jenseits der vielen auch freiwilligen Angebote, die Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen. Ich würde Ihnen empfehlen, einmal die weit über 100 Unternehmen, die in Hessen mit über 400.000 Beschäftigten die Charta Pflege und Beruf unterschrieben haben, ihren Mitarbeitern ohne einen gesetzlichen Rahmen zu haben, sondern weil sie eine Sorge um ihre Mitarbeiter haben, an dieser Stelle anbieten. Und da ist die Rückkehr in Vollzeit aus der Teilzeit ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Zweiter Punkt. An dieser Stelle. Ja, wir müssen uns über die Fragestellung von Betriebsgrößen und Unternehmensgrößen sehr wohl auseinandersetzen. Es ist, wenn man sich eben an dieser Stelle noch einmal vergegenwärtigt, ja eine relativ lange Diskussion gewesen über das sogenannte Entgelttransparenzgesetz, also dem Anspruch zu wissen, wer was verdient. An dieser Stelle ist ein Kompromiss auf der Bundesebene gefunden worden, von einer Betriebsgröße von 500 auf 200 herunterzugehen. Und über diese Fragestellung einer entsprechenden Betriebsgröße ist auch auf der Bundesebene diskutiert worden. Und hier ist schlicht und einfach keine Kompromissbereitschaft bei der SPD und Frau Nahles erkennbar gewesen. Und wer nicht kompromissbereit ist, kann auch mit einem Gesetzentwurf nicht zu einem Erfolg kommen. Und es drängt sich nicht nur der Verdacht auf, sondern es scheint auch tatsächlich so gewesen zu sein, dass Frau Nahles ganz bewusst diesen Gesetzentwurf hat scheitern lassen wollen, damit es ein Thema entsprechend in dem Bundestagswahlkampf gibt. An der Stelle nehmen wir dieses Thema gerne auf und zeigen das. Ich will aber trotzdem noch etwas sagen, weil sich da auch ein kleiner Unterschied zwischen, sagen wir mal, den Koalitionspartnern in Hessen ergibt. Ja, wir brauchen eine Mindestgröße. Wir unterstützen an jeder Stelle. Im Übrigen kann man einmal alte Anträge bei der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenzen, die Hessen als Mitantragsteller gestellt hat, nachlesen. Das wäre insofern ganz schön gewesen. Bereits vor 5 Jahren haben wir einen Antrag mit unterstützt und mitgestellt, der Zeitverwendung gerecht gestalten, partnerschaftlich stärken, auf dem Weg zu einer wirksamen Gleichstellungspolitik die Fragen von Teilzeit- und Vollzeitarbeit entsprechend zum Gegenstand hat. Daraus allerdings eine Ableitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzunehmen, ist nicht statthaft. Aber ich will auf die Größe noch einmal ankommen. Stellen Sie sich einmal einen Betrieb mit 15 Mitarbeitern vor. Zwei sagen, sie möchten aus den Gründen, die hier sind, ihre Arbeitszeit um die Hälfte reduzieren. Zwei. Dann ist bei 15 Mitarbeitern eine Vollzeitstelle weg. Das ist für einen kleinen Betrieb häufig nicht zu kompensieren durch entweder Mehrarbeit bei den anderen, sondern in der Regel nur durch Wiedereinstellung einer Arbeitskraft, einer vollen Arbeitskraft, um das auszugleichen. So,
Diese Arbeitskraft steht jeden Tag vor der Frage, ob irgendeiner sein Rückkehrrecht Gebrauch macht, ob jetzt alle beide auf einmal oder einer. Und dann sind wir in einer Situation, in der ein solches kleines Unternehmen entweder betriebsbedingte Kündigungen aussprechen muss, und zwar hoch und runter, betriebsbedingte Kündigungen, weil für die gilt nämlich schon das Kündigungsschutzgesetz für diese Betriebsgröße, oder aber eine Sachgrundeinstellung eines Arbeitnehmers erfolgen soll, was damit führt, dass der jeden Tag in der Situation ist, eine Angst zu haben, dass ihm sein Arbeitsplatz gekündigt wird. Wer das als sozial, wer das als gut empfindet, der versteht die Welt nicht mehr. Der belastet Unternehmen, der stärkt in der Tat die Flucht in andere Arbeitsverhältnisse, und letztendlich schadet er dem Arbeitsmarkt und dem sozialen Frieden in unserem Land. Insofern, man kann ab einer gewissen Betriebsgröße darüber reden, aber das, was hier vorgeschlagen worden ist, schadet der Wirtschaft und schadet auch den Menschen im Land. Vielen Dank, Herr Grüttner. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Nee. Meine Damen und Herren, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Aufnahme von Integration von Flüchtlingen gut gestalten, europaweite Solidarität notwendig. Rückführung vollziehbarer Ausreisepflichtiger, Drucksache 19/4962. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 69 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit dem Top 35 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das machen wir dann so.